Harry nochmal hier, ja, der Tag geht nicht zu Ende. Wir sind hier am Playa Rincón. Ein wunderschöner großer Strand, der sich über mehrere Kilometer hier nahe Las Galeras erstreckt. Und wir waren vorher auf der linken Seite jetzt. Und das war sehr windig, stürmisch. Und wir hatten viele Wellen und man sieht es auch. Hier da hinten in dieser letzten Bucht, und da war natürlich wesentlich mehr Wellengang, mehr Wind, und jetzt sind wir noch mal hierher gefahren. Ja, und das ist natürlich der karibische Traumstrand, so wie man sich ihn vorstellt. Heute am Samstag wenig Leute hier. Ja, hier kann man den ganzen Tag verbringen. Hier gibt es Essen, hier gibt es was zu trinken, hier gibt es dann auch Toiletten, und vor allen Dingen hier hat man seine Ruhe. Ja, und das satte Grün, die Berge, das türkisene Wasser hier, es verschlägt einem dann doch schon fast die Sprache. Ja, und ich werde natürlich auch gleich hier ins Wasser gehen. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinsehen soll. Ja, am besten ist, man geht da mal ein paar Meter. Und das machen wir jetzt auch. Ja, hier kann man auch Bikinis kaufen. Ich sage mal, hier kann man eigentlich alles kaufen, was man für den Tag oder für die Nacht braucht. Aber es ist ja Ausgangssperre, und heute um 17 Uhr muss dieser Strand als auch der andere hinten geräumt werden. Und um 19 Uhr ist dann die sogenannte Ausgangssperre. Am Wochenende, dass die Einheimischen hier ganz einfach vernünftig bleiben. Und dafür sorgt man mit diesen Einschränkungen. Aber ich muss sagen, alles sehr kultiviert, zivilisiert. Es gibt hier eigentlich überhaupt keine Probleme. Und man hat auch gar keine große Angst hier. Und man hört auch an den Zahlen, dass es hier gar kein so ein großes Infektionsrisiko, Übertragungsrisiko, wie auch immer, gibt. Ja, und hier hören wir wieder ein bisschen Musik, da muss ich mich wieder ein bisschen beeilen. Nicht, dass man da beim Hochladen dann wieder heißt, ich habe die Urheberrechte verletzt. So, alt und jung, alles hier im Wasser. Ja, ich muss sagen, es ist ganz einfach schön, und wir werden vielleicht sogar morgen nochmal hierher kommen. Denn wir haben heute natürlich doch viel gesehen, viel erlebt. Wir waren viel unterwegs. So, ja, schöner kann man nicht sitzen. Ja, und das Wasser ist schön warm. Es ist ja, jetzt kommt ein bisschen Wind, weil ich nach oben steige hier. Ich habe natürlich kein Mikro dabei, hier rechnet ja keiner mit Wind.
möge entschuldigt sein. Das ist der Wind, den wir an der anderen Stelle hatten. So, und jetzt schaut euch das mal an hier. Und die Farben sind echt. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde hier irgendwas nachbearbeiten. Ja, das sind Naturgewalten. Tja. Und immer wenn man glaubt, man hat was Schönes gesehen, dann wird man eines Besseren belehrt. Ein bisschen aufpassen hier. So, wir schauen mal in die andere Richtung. Ja, hier, da hinten ist unser jetziger Strand, unser Hotel. Man kann da auch entlang laufen, aber wir haben es mit dem Auto gemacht, weil wir ja von Samana gekommen sind. Mehr Natur gibt es nicht. Wenn jemand hierher kommt und dann in einem Hotel wohnt und nur den Hotelstrand kennt, der ist eigentlich gar nicht hier in der Dominikanischen, sondern an einem x-beliebigen Strand. Hier die schönen Bänke. Hier kann man sitzen. Und die Seele baumeln lassen. Ja, ich muss sagen, ich sag gar nichts mehr jetzt, denn jedes Wort ist zu viel. Hier der Blick auf die Lee-Seite ohne Wind. Ich sage jetzt ganz sicher, hier waren wir nicht das letzte Mal. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis später mal. Ich weiß nicht, wann ich Gelegenheit habe, das Video hochzuladen. Hasta luego.